gerade wenn wir über Transformation sprechen oder über die Next Economy, wie wir beim Zukunftsinstitut ja meinen, oder Next Growth mit einer Vision abseits des klassischen Wachstums, geht es am Ende des Tages ja darum, dass man sich als Unternehmen letztlich als Akteur einer, wir nennen es ja so schön, Ermöglichung oder Ermächtigungswirtschaft sieht. Und letztlich dadurch wieder auch quasi eine gewisse, kann man sagen, ja, Souveränität zurückgewinnt, als dass man unabhängig wird von diesem Wachstumsrad, das sich immer schneller zu drehen scheint, unabhängig von beispielsweise anderen Stakeholdern oder gar Shareholdern, die einem die ganze Zeit auf der Schulter sitzen und sagen, hier, du musst verkaufen, verkaufen, weil ich will Rendite, Rendite. Aber sich dadurch schon längst von ihrem eigenen Unternehmen entfernt haben, als dass sie nicht so wirtschaften können, wie sie es eigentlich wollen. Und quasi dieses Zurückerlangen, quasi diese Ermächtigung selbst, da gibt es viel Potenzial in diesen neuen Strategien, beispielsweise eben der Suffizienz, aber letztlich dann natürlich auch der Ökoeffektivität, also der Konsistenz.